Padmasankatasana ist die kleine Lotusstellung. Sankata heißt enge Passage, eng, winzig, schmal und klein. Und Padma ist Lotus. Rafaela zeigt, was damit gemeint ist. Zunächst setze dich auf die Fersen. Dann gib die rechte Ferse rechts neben das Gesäß auf den Boden. Dann setze dich auf die linke Ferse, sodass der linke Fuß den rechten Fuß unter der rechten Gesäßhälfte berührt. Knie sind gut auf dem Boden. Dann falte die Hände und gib die gefalteten Hände auf die Knie. Halte die Wirbelsäule aufgerichtet und dann atme gleichmäßig ein und aus. Das ist Padmasankatasana, die kleine Lotusstellung.